der Brockenblog. Hallo Freunde. Das Tesla zwischen meinen Beinen habe ich jetzt seit ein paar Tagen und die ersten 2, 3, 4 Tage, die waren tatsächlich anstrengender als ich dachte. Und am ersten Tag denke ich so irgendwann, okay, das lernst du nie, dann tun die Knöchel weh, reibt die Wade irgendwo. Aber mittlerweile ist das alles kein Problem mehr. Die Diskussion, die ich in mir in meinem Kopf führte über die optimale Pedalneigung, die hat sich auch erledigt. Das ist mir jetzt fast egal. Ich habe mich für minus 2 Grad, also 2 Grad nach hinten entschieden, weil in der Dunkelheit das Licht so nicht nur verlässlich die Straße ausleuchtet, sondern auch beim Gasgeben noch ein bisschen Licht auf die Straße wirft, sodass man gut sehen kann. Hilft aber alles nichts. Die helle, wirklich helle Lampe auf dem Helm oben, die braucht man trotzdem in der Dunkelheit. Zumindest in unseren Schlaglochparadiesen hier. Und im Moment fange ich jetzt an, die Wendekreise kleiner werden zu lassen, um ein bisschen mehr Balance auch beim Langsamfahren zu bekommen. Und dazu eignet sich halt der Hundespaziergang bzw. das Joggen mit meinem Junior ganz hervorragend. Da versuche ich jetzt langsam über wirklich rutschige, nasse, matschige, schmierige Wiesenstrecken und später Feldwege, wie ihr seht, zu fahren. Und ein bisschen weiter hinten in der Alzenauer Sande, das ist eine der größten Sandungen Europas. Und da merkt man tatsächlich, dass Langsamfahren im Sand echt anspruchsvoll ist. Das spüre ich dann deutlich in meinen Füßen, aber alles in allem hat das wirklich gut geklappt. Dieses mit den Armenrudern habe ich zum Glück jetzt schon hinter mir und mittlerweile schaffe ich auch Fußgängertempo mit meiner Frau zusammen durch den Wald und sowas mit 3-4 Stundenkilometer ohne große Rudern. Einfach über die Gewichtsverlagerung ausgleichen und über die Beine. Die größte Herausforderung bei meinem 4 Monate alten Border Collie Welpen ist die, dass wenn er meint, es ist ihm jetzt ein bisschen zu schnell und er will lieber wieder zurückrennen und seinen anderen Spielkameraden auch noch einsammeln, wie es halt für so Hirtenhunde üblich ist, dann setzt er sich relativ unvermittelt vor mir auf den Boden und da nicht absteigen, stehen bleiben oder sonst was zu müssen, sondern ihn zum Weiterrennen zu bewegen. Das ist halt jetzt ein Lernprozess für ihn und für mich. Am Anfang habe ich mir überlegt, ob es nicht besser wäre, da noch einen Stock einzusetzen, einen langen Spazierstock, um ihm dann so von weitem den Stock schon zu zeigen, dann läuft er weiter. Aber das interessiert ihn eigentlich gar nicht so sehr. Das heißt, er muss dann tatsächlich dieses Verhalten lernen. Und da ist es die Überlegung wert zu sagen, ich fahre jetzt ein bisschen voraus. Aber dann bei so einem jungen Hund dreht man sich dann viel zu oft um und das ist auf dem rutschigen Boden als Anfänger auch nicht gerade ideal, sodass es ein Lernprozess für uns beide ist, der richtig Spaß macht. Weiter, 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 weiter.
Lampe am Helm ist eine ältere LED-Lenser, die einfach den Vorteil hat, dass man den Lichtkegel verändern kann. Und wenn man wirklich viel Helligkeit auf dem Boden, gerade im Wald mit querliegenden Hölzern und Wurzeln braucht, darauf fokussieren kann. Oder man macht den Lichtstrahl ein bisschen breiter auf einer Straße, dann blendet man auch Autofahrer nicht zu sehr. Und der Spiegel am Helm, den habe ich schon wieder abgemacht. Das ist einfach bei den Vibrationen nichts. Der verstellt sich andauernd. Und wenn ich da keine Idee habe, wie man den so fixieren kann, dass sich der Spiegel selber außen überhaupt nicht mehr verändert, ohne ihn jetzt gerade festzukleben oder sowas, dann werde ich wieder den am Handgelenk nehmen. Denn mittlerweile ist die Balance auch gut genug, sodass auch meine Handbewegungen und sowas keine Auswirkungen mehr auf den Bereich unterhalb meiner Hüfte haben und die Fahrt verändern. Das war am Anfang eher noch ein Problem. Sobald ich das Handgelenk gehoben habe, hat sich meine Schulter verdreht und die Fahrtrichtung etwas geändert. Aber das ist auch Vergangenheit. Und der Spiegel am Handgelenk, der ist halt schon hell, groß, klar und dem am Helm bei weitem überlegen. Hier wird der Boden richtig sandig. Das sind so die Ausläufer dieser Düne, die unter der Autobahn durchgeht und dann drüben in weite Bereiche von den einzelnen Wäldern reingeht und sehr weitläufig ist. Und dieser gesamte Wald aus den Strandkiefern ist halt der Bewuchs oben auf der Düne. Was das für das Einrad bedeutet, ist vor allen Dingen bei so leichter Feuchtigkeit, wenn es keine festgetretene Nässe ist, das Rad sackt einfach weg und sobald man in so Fahrrinnen vom Förster oder von den Anglern reingerät und die Seitenwand runterrutscht, ist das bei festgetretenem Erde überhaupt kein Problem. Bei dem Sand, der dann einfach seitlich wegrutscht, da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Aber auch hier ist es etwas, was am Anfang richtig Konzentration erforderte und mittlerweile macht das der Körper ganz automatisch und alleine. Ja, such mal den Felix, da kommt er. Wir kommen gehen und anfangen. Habe ich gerade schon gesagt, in Deckung gehen und anspringen. Genau das läuft dann.
für die Statistik, das waren dann so rund 4 Kilometer in nicht ganz einer halben Stunde.